Hallo zusammen! Ja, mal wieder ein Webcam-Video, ne? Ich habe jetzt auch ein bisschen was zu erzählen. Ne, ich habe jetzt ein paar Themen, die ich euch einfach nur mal mitteilen wollte, ein bisschen erzählen wollte. Ist jetzt nichts Schlimmes, keine Sorge, ich höre jetzt nicht auf. So, eine Sache vorweg, ne? Direkt das Gerücht zerstört. Ne, ich habe ein paar Themen eigentlich zu erwähnen, jetzt tatsächlich. Kurz das Headset einmal rechnen, erstmal gucken, nehme ich auf. Jo, sieht gut aus, okay. Ne, zum Ersten wollte ich mein nächstes Stream noch ankündigen. Dann kommen wir zu Alien, die Wiedergeburt, ne? Da habe ich ja schon bei Facebook mal was zugeschrieben. Zum Dritten, das nächste Zugtreffen steht an. Und zum Vierten einfach mal so ein bisschen allgemeines Blabla, ne? Das heißt, das wird ein bisschen längeres Video. Holt euch ein Bier, holt euch einen Kaffee, irgendwas, ne? wobei, wie lang das jetzt genau wird, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und noch eine andere Sache, die jetzt hier gerade vor mir ausgebreitet liegt, ne? Weil, ich weiß, es war nichts Besonderes, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, aber deswegen schiebe ich das dann ganz nach hinten, ne? Weil die es dann nicht interessiert, die können ja abschalten. So, okay, kommen wir erstmal zum, ja, ich will nicht sagen zum Wichtigsten, aber zu dem, was jetzt am zeitnächsten kommt. Und zwar mein nächster Stream. Um ehrlich zu sein, ich weiß noch nicht genau, wann ich streame. Also es wird in der kommenden Woche auf jeden Fall sein, also zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich noch nicht. Das genaue Datum steht unten in der Beschreibung, ne? Also genaue Datum, Uhrzeit. Entweder wird's, Moment, wir haben ja nächstes Wochenende Frohen Leichnam, hier Vatertag, ne, ist das ja, glaube ich. Ich bin noch kein Vater, deswegen interessiert mich da noch nicht so stark. Ich bin ein bisschen dunkel, sehe ich gerade. Nun gut. Ich mach mal kurz ein bisschen heller. Ja, der ist ja richtig, richtig hier, ne? Oh mein Gott. So, Moment. Ich glaube, so ist in Ordnung, oder? Ja, das passt schon. Wieder schön das Geflacker, was ihr ja so mögt. Ich kann die Lampe leider nicht anmachen, weil ich habe die nicht angestöpselt. So, okay. Kalender wollte ich gucken, genau. Nächste Woche ist der Feiertag, ne? Und ich werde entweder den 24. Mai werde ich streamen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und Schweiz, ob es da auch ein Feiertag ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber in Deutschland auf jeden Fall. Also entweder der 24. Mai, das wäre der nächste Woche Mittwoch. Oder aber, wenn da nichts wird, am 26. Mai. Ich wollte nämlich nächste Woche das längst überfällige Trinkgelage mit meinem Arbeitskollegen mal umsetzen. Ne? Also das haben wir schon, ich glaube, so um Silvester haben wir, glaube ich, rumgehabt. Dann Anfang des Jahres und dann jetzt in meinem Urlaub. Und dann hat alles irgendwie nicht funktioniert, ne? Ja, und dann letztendlich wird es dann wahrscheinlich tatsächlich jetzt am Wochenende soweit sein. Ich bin gespannt, ich werde danach wahrscheinlich sterben. Das heißt, wenn ich Mittwoch trinken gehe, rechne am Freitag nicht mit dem Stream, weil ich dann bin dann tot. Nein, natürlich. Na, wenn ich Mittwoch trinken gehe, dann werde ich Freitag streamen. Ob ich dann Bier trinken werde, muss ich mal gucken. Aber egal. Es wird krass auf jeden Fall. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? So richtig Party machen. Uhu. Das kann lustig werden. Egal, auf jeden Fall an dem Tag, an dem ich nicht trinken gehen werde mit meinem Kollegen, da werde ich streamen. Bis Freitag, also bis zum 19., da werde ich das in Erfahrung gebracht haben, also bis heute quasi, ne? Genaue Daten stehen in der Beschreibung, im Link, überall, ne? Was wird gespielt? Medal of Honor spielen wir natürlich weiter. Da werden wir wahrscheinlich recht weit kommen. Ich denke mal, ich werde es im nächsten Stream nicht schaffen, aber danach das Stream wahrscheinlich. Dann Crash Bandicoot 3, da muss ich noch den vierten Warp-Room nachspielen, da muss ich auf jeden Fall dran denken. Ansonsten mache ich das mit euch, das ging ja recht fix. Weil das Spiel ist ja abgeschüttet letztes Mal. Und natürlich, ne, Final Fantasy 7, ist ja klar. Ich muss mal gucken, wie ich drauf bin. Vielleicht werde ich den Stream noch so ein bisschen auf den Samstag noch ausweiten, dann werde ich dann irgendwas anderes zocken. So irgendwelche Random Games halt, ne. Muss mal gucken, wie ich das machen werde. Jo, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Zeit finden würdet und Lust habt. Das fände ich schon ganz dufte. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne. Ich lade den ja hoch, hat letztes Mal sehr gut funktioniert. Wo ich keinen Tony Hawk gespielt habe, natürlich. Der Tony Hawk Stream ist leider komplett verstummt. Durch YouTube, wegen den ganzen Liedern, aber gut. Shit happens. Yo, das wär's eigentlich schon zum Ersten. Also alle notwendigen Infos und was interessant sein könnte, ist in der Beschreibung. Oh, okay. So, das Nächste. Das wäre das Thema Alien, die Wiedergeburt. Ja, mache ich ja momentan als Let's Play. Muss mal kurz gucken. Wenn ich mich nicht täusche, müsstet ihr heute auch die vorerst letzten Parts gesehen haben. Denn, passt auf, ich werde das Spiel vorerst nicht beenden. Dennis bricht Projekt ab nach 7 Jahren. Nein, du hast das nicht. Oder eigentlich schon. Aber ich muss aber dazu sagen, ne? Also erstmal, das Spiel finde ich richtig geil, ne? Also es packt mich absolut, ne? Ich versink da drin. Ich habe mich da schon öfters erschrocken. Das passiert mir sonst nie bei Spielen. Aber weil es halt auch einfach so schwer ist. Es ist halt wirklich kackenschwer, das Spiel, ne? Also die Checkpoints sind richtig kacke platziert, muss man einfach so sagen. Es ist keine Seltenheit, dass man nochmal 20 Minuten einfach irgendwie nachspielen muss oder sonst irgendwas. Die Level sind auch sehr groß und die Situation ist momentan die folgende. Ich bin Level, ich glaube 7 oder 8, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meine, das ist der 7. Level. 6 habe ich gerade geschafft von 10 und ich habe leider keine Munition mehr.
Jetzt ist nämlich das Problem, das Spiel speichert wirklich haargenau den Stand, den man hat. Das heißt, wenn ich 5 Schuss habe, habe ich halt nur 5 Schuss. Und wenn ich 5 Schuss habe und im nächsten Raum sind 40 Aliens, dann ist es halt so, ne? Ich habe zwar von der Pistole unendlich Munition, aber die ist so kacke, das überlebe ich nicht, weil die Aliens sind auch sehr stark. Ja, das ist nämlich auf jeden Fall das Problem. Ich könnte es eventuell schaffen, noch bis zum nächsten Speicherpunkt zu kommen. Also wirklich, da muss ich mir schon ganz viel Mühe geben und übelst effektiv sein. Aber ich habe mal geguckt, in der Mission gibt es uns keine Munition mehr. Also das, was ich da kriege, das ist Pillepalle. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was dann noch an Aliens kommen wird. Also das kann ich vergessen. Das heißt, die Alternative wäre entweder A, Cheats benutzen. Für mich absolut ausgeschlossen. Selbst wenn es einfach nur so ein Level-Auswahl-Cheats ist, dass ich dann in dem Level starte mit mehr Munition. Aber es ist halt nicht mein Spielstand. Ich habe selbst auf dem Weg verkackt. Und normalerweise ist es meine Aufgabe, das auszubügen. Und wenn das nicht geht, dann geht es halt einfach nicht, ne? Option 2 wäre, das komplette Spiel nochmal neu zu starten. Denn man kann auch nur den vorhandenen Spielstand immer wieder überschreiben. Das heißt, man kann keinen zweiten Spielstand aufmachen. Ich muss kurz mal gucken, ob er wirklich aufnimmt. Man kann keinen zweiten Spielstand aufmachen und dann so einen Sicherheitssave machen. Das geht nicht, ne? Also man muss immer den alten überschreiben. Eine Option fällt mir gerade noch ein. Eventuell gibt es da Passwörter, aber ich glaube nicht. Ich meine nicht, dass es da irgendwo mal ein Passwort gab. Aber egal. Ja, und das wäre dann halt die zweite Option, ne? Option 3 ist, Option 2 nur später. Und das werde ich machen, weil ich habe jetzt momentan auf dem Tacho bei dem Spiel, ich habe 7 Stunden gespeicherte Spielzeit. Da sind aber die ganzen Tode vor mir, sind da schon abgerechnet, ne? Das heißt, ich bin jetzt normalerweise bei 10, 12 Stunden, denke ich mal, insgesamt, würde ich mal behaupten. Und das offscreen nachzuspielen, nur um wieder zu dem Punkt zu gelangen, da habe ich jetzt momentan, nee, da habe ich keinen Nerv drauf. Also wäre den Nerv noch die Zeit, ne? Wenn ich Urlaub hätte oder sonst irgendwas, dann wäre es vielleicht noch eine andere Sache. Aber so, unter den Bedingungen auf keinen Fall, da kann ich leider nicht sagen, nee. Ja, deswegen, es wird vorerst auf Eis gelegt. Ich denke mal, es wird so vielleicht Herbst, Winter rum, eventuell dann weitergehen oder wieder losgehen, mal gucken. Spätestens denke ich aber bei dem nächsten Mal, wenn ich bei PlayStation 1 bin. Ich werde aber nichtsdestotrotz schon ein paar weitere Spiele von Alien dann auch noch spielen, die eigentlich zu der Reihe zugehörig sind, wo ich eigentlich erstmal Alien wieder gut beenden wollte. Was dann aber, ne, ich sag mal, eigentlich nicht unbedingt direkt darauf basiert, aber zumindest im gleichen Universum spielt. Also für andere Konsolen gibt es nämlich auch noch so ein paar Games, die ich da gerne machen würde. Jo, wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid? Bitte erinnert mich dran, wenn es dann soweit ist. Ne? Also so, fragt mir so Richtung Winter nach, wenn irgendjemand dran denkt. Das war jetzt ja nicht das beliebteste Projekt. Deswegen umso mehr Appell an die Leute, die jetzt mochten. Erinnert mich dran, dann zocke ich das vielleicht nochmal von Beginn an durch. Also offscreen natürlich. Und dann ab Mission 7, 8, wo ich auch immer bin, dann würde ich dann quasi Parts wieder starten lassen. Gut, das wäre es dann dazu. So, das dritte Thema ist, das Zugzutreffen. Das letzte Zugzutreffen war ja, glaube ich, boah, nur kurz überlegen, 2013, 14 rum, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bei Alina, wo viele lustige Videos ja, entstanden sind. Was für die Leute, die da waren, echt sehr prägend war. Also eine sehr prägende oder ein sehr prägendes Event. Ich war selbst damals nur einen Tag da. Hab zu viel Bier getrunken. War aber gut. War lecker, das Bier, doch. Und das Schnitzel war auch gut. Ja, und auf jeden Fall, es ist jetzt auf jeden Fall das nächste geplant. Und zwar am kommenden Wochenende, also am Pfingstwochenende. Jetzt komme ich nämlich. Ich hoffe, ich denke dran, den Leuten vorher Bescheid zu sagen. Ansonsten erfahren die ja durch das Video und ich kriege ganz viele Mittelfinger in den Kommentaren, die ich dann aber auch verdient hätte. Ich kann daran leider nicht teilnehmen. Ja, weil ich fliege mit meinem Chef nach München. Schön, ne? Ich weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. Also das, hatte eigentlich vorgehabt, am Freitag mit Julia dahin zu fahren, dann da zu nächtigen und dann Samstag wieder zurückzutingeln. Da geht leider nicht, weil ich bin Freitag den ganzen Tag unterwegs und ich weiß ja auch nicht, ob wir da vielleicht eine Nacht bleiben oder nicht. Das weiß ich alles noch gar nicht. Jedenfalls Freitag kann ich definitiv nicht daran teilnehmen. Also wenn wir nach Hause kommen, dann ist das irgendwann abends 10, 11 Uhr, gehe ich mal von aus. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, es sind die üblichen Verdächtigen dabei. Also Alex Plattermann, der Dave ist dabei, der Super Flash Crash ist dabei. Diesmal wollen auch Christoph und Shen hinfahren. Das heißt, es ist genug Potenzial da, dass da irgendwas Lustiges passiert. Und es ist noch viel mehr Potenzial da, dass von diesen lustigen Sachen auch noch Videos existieren werden. Das heißt, schaut mal bei den Kanälen hier von, also guckt mal in die Kommentare, zählt mal die Mittelfinger und geht mal auf dessen Kanäle. Alex Plattermann, Dave und so, ne. Da werden garantiert in der nächsten Zeit, also bin ich mir fast nicht, habe ich mir Hand fast für ins Feuer legen, Videos von dem Treffen entstehen. Ich werde mir die selbst auch angucken, so wie ich die anderen Videos auch angeguckt habe. So von daher, ne. Haltet mal da die Augen offen bei den Kanälen. Da wird garantiert Content kommen. Jo! Das war's eigentlich schon, glaube ich. Ich hatte noch ein paar andere Themen. Also, ich sag mal, das war jetzt das, was ich euch jetzt unbedingt mitteilen wollte, was jetzt so ansteht. Ab morgen, nee, nicht ab morgen. Ich bin jetzt das Wochenende nicht da.
Also das Video kommt am 19. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar zappen oder ob heute die letzten kamen. Ich bin das Wochenende auf jeden Fall bei Julia. Das heißt, morgen, übermorgen kommen erstmal keine Videos, sondern erst wieder am kommenden Montag, ne? Also das wäre dann jetzt der 22. Da starte ich dann mit einem neuen Projekt, mit dem letzten PlayStation 1 Projekt, was nicht schwierig ist zu erraten, denn ich habe eine PlayStation 1 Reihe noch am Laufen, wo in dieser Session jetzt keine, noch kein Spiel kam. Es ist ein relativ großes Spiel, ja. Punkt, das reicht, das muss reichen. Ich bin gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Ich werde morgen wahrscheinlich, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, die erste Aufnahme starten und bin echt gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Beim ersten hatte ich anfangs sehr viele Probleme, da habe ich mich hinterher relativ gut damit arrangieren können. Ja, wartet einfach ab. Wartet einfach nochmal das Wochenende ab. Ja. Ansonsten geht es mir eigentlich wirklich sehr gut. Es ist momentan wieder viel zu tun. Also, das ist nicht viel zu tun. Ich habe viel zu tun auf der Arbeit. Eigentlich ist das recht ruhig bei uns. Nur ich bin halt bei relativ vielen Sachen involviert, die jetzt nicht unbedingt direkt mit der Wertschöpferischen zu tun haben. Wenn da viel zu tun ist, bin ich natürlich auch noch voll keine mit drin. Als kann ich mich mal um anderen Scheiß kümmern, der letztes Jahr einfach liegen geblieben ist, weil da halt wirklich mega viel zu tun war. Und ja, ist relativ befriedigend. Man schafft auf jeden Fall immer was am Tag. Das Wetter ist auch schön. Das vitalisiert richtig. Also wenn ich da morgens aufwache und einfach nur von der Sonne geweckt werde, finde ich das schon viel geiler, als wenn es einfach draußen total dunkel ist. Vor allem, wenn man arbeiten muss. Ich nutze meine Zeit auch viel produktiver. Also ich habe viel mehr vom Feierabend. Einfach nur, weil ich, ne, weil ich einfach wacher bin und wirklich produktiver. Ich habe aber so ein bisschen Putzfimmel, da kommt wahrscheinlich hier der Frühjahrsputz, der immer so reinkommt, der Nestbautrieb, ne, den eigentlich sonst immer nur Frauen haben. Ja. Also im Endeffekt bin ich momentan schon zufrieden mit dem, wie es oder wie es halt läuft. Ansonsten Let's Play-technisch braucht ihr euch eigentlich wirklich um nichts Sorgen zu machen. Also man könnte jetzt immer sagen, oh, wie geht's denn jetzt weiter? Man hört von dir nur so wenig. Immer muss man bedenken, es kommen regelmäßig Videos, ne? Ich werde das Ding sage ich schon, das Hobby nicht aufgeben, in keinster Weise. Das mit Alien geht mir richtig auf die Zwiebel, dass ich jetzt wirklich ein Projekt erstmal pausiert habe. Das habe ich noch nie gemacht, wirklich. Selbst vor meinem Umzug habe ich noch alles beendet, alles hochgeladen, gesagt, so, jetzt einen Monat, weil ich nicht anders kann, ne? Ja, das wird weitergehen. Ich habe noch so unfassbar viele Spiele, die ich euch zeigen möchte, ne? Ich habe auch noch mit den vorhandenen Reihen so unfassbar viel zu tun, ne? Also, da brauche ich euch in keinster Weise Sorgen zu machen, dass da irgendwann mal nichts kommen wird. Wirklich, das Einzige, das ich komme, da muss ich schon sterben, ne? Also, oder irgendwie meine Stimme verlieren oder meine Hände verlieren. Irgendwas muss passieren, dass ich das nicht mehr machen kann. Weil mir das einfach immer noch so viel Spaß macht. Klar, was ruhiger geworden ist, ist halt, ich sag mal so, also alles drumherum. Facebook ist ruhiger geworden. Da versuche ich ja schon jetzt so einigermaßen regelmäßig immer mal was zu schreiben. Nur ich will es auch nicht immer schreiben, ach, heute war ich arbeiten, ne? Punkt. Hier die Videos. So, ich versuche da auch mal so ein bisschen Inhalt da reinzubringen. AskFM lasse ich komplett links liegen, also unbewusst. Ich war bei Twitter schon 5000 Jahre nicht mehr. Also das ist ja auch nicht mein, organisiere ich ja auch nicht selbst den Twitter-Account, sondern das macht ja auch hier der Alex. Und alles generell hier immer so ein Webcam-Video. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Und Hintergrund dieses Webcam-Videos ist auch nicht nur, dass ich euch ein paar Sachen erzählen wollte, sondern auch, weil ich zufälligerweise beim Sport nämlich mein eigenes Zugzugs-Gedankenvideo gesehen habe vor gar nicht allzu langer Zeit. Wo ich einfach mal so ein bisschen gelabert habe von der allgemeinen Situation, was Let's Plays und sowas betrifft. Und wo ich ja gedacht habe, ey Alter, dafür hast du ja echt früher die Zeit genommen, ne? Und das hat dir auch gut getan, weil ich mag das auch einfach, halt die Meinung von anderen Menschen halt auch so ein bisschen mitzubekommen. Ich hatte auch schon früher, also habe ich auch bei meiner Mutter zu Hause gewohnt, da hatte ich auch immer so das Verlangen. Also das ist jetzt kein Mitteilungsbedürfnis, sondern einfach so von wegen, dass ich mich auch mal wieder zeigen kann, ne? Also das ist einfach nicht unbedingt aus, es ist gerade echt warm, ne? Also ich labere auch so viel, das ist natürlich auch anstrengend, aber es ist auch richtig geiles Wetter, wie gesagt, es ist schon sehr warm. nee, dass ich einfach Bock habe, ne, mit euch irgendwie zu kommunizieren. Klar, über die Streams einmal im Monat kann man schon viel reißen, aber ich meine, wenn man bedenkt, ne, ich habe trotzdem eine relativ hohe Zahl an Abonnenten, ne? Und im Stream gucken das ja, ich sag mal, 90, 100 Leute. Und die haben da halt, wenn die keine Streams gucken, dann haben die natürlich gar nichts von mir mehr, ne? Seit Jahren schon nicht mehr. Das habe ich auch gesehen bei den ganzen Leuten, die beim Zugzugs-Gedankenvideo auch Kommentare geschrieben haben, die früher immer dabei waren. Klar, ich sag mal, jetzt seitdem ich einen neuen Job habe, seit 2015, ist alles sehr stark zurückgegangen, ne? Aber das Einzige, was noch lief, sind die Videos. Also die Let's Plays-Videos, sag ich mal, die Gameplay-Videos. Ja, und der Rest, alles was Webcam, Zockerbuden-Videos und so weiter, ist ja komplett fast auf null zurückgegangen, ne? Deswegen, ich versuche das mal wieder so ein bisschen auferleben zu lassen, dass wenn ich was zu erzählen habe, dass ich dann so ein bisschen damit reinholen kann. Zugegebenermaßen, ich beschäftige mich überhaupt so gut wie gar nicht mehr mit der
mit dem Hobby an sich, ich sag mal, was jetzt nicht mich betrifft. also ich gucke jetzt kaum noch andere Let's Plays oder sonst irgendwas. Was mich wieder ein bisschen zurückgeholt hat, das war, dass der Alex angefangen hat, der Alex Waven, den ich auch schon des Öfteren erwähnt habe, ne, vor seiner Let's Player-Zeit und nach meiner Let's Player, beziehungsweise nach seinem Beginn der Let's Player-Zeit. Er hat ja genau 7 Jahre nach mir angefangen, am 20. Dezember letzten Jahres. Und ja, da kriege ich das halt wieder so ein bisschen mit, ne, wie das halt so am Anfang war. Klar, das ist ganz andere Zeiten als vor 7 Jahren. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem, wo der Christoph angefangen hat oder wo ich angefangen habe, ne, ihr müsst mal bedenken, die ersten, ich glaube, 2000 Abonnenten, die habe ich im ersten Jahr bekommen. Jetzt bin ich 7 Jahre dabei. Gut, und bin jetzt 7000 weiter. Aber das waren mehr als 2000 Abonnenten, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht genau, wann ich mein 2500 Abonnenten-Special gemacht habe, da wo ich dann auch so ein bisschen von meiner Zockervergangenheit erzählt habe. Aber das ist ja schon recht lang her. Also, das ging damals richtig schnell. Das war natürlich auch so ein bisschen der Boom, der da noch kam, wo dann halt die ganzen Leute hier wie Gronkh und sowas groß geworden sind. Und das ist natürlich mega stark zurückgegangen. Ne? Was mir persönlich auffällt, ist, dass bei meinen Videos, also jetzt, ich sag mal, um beim Alex nochmal rund zu werden, der hat einen festen Stamm an Zuschauern. Problem ist nur, da tut sich nichts. Also, ich habe jetzt noch den Vorteil, dass ich wirklich eine riesige Masse an Videos habe. Das sind ja, ich weiß nicht, ob das schon mittlerweile 4000 Videos sind oder so. Aber ich habe halt wirklich eine große Masse an Videos, wo man auch viel zurückgreifen kann. Und bei ziemlich vielen Spielen, also die jetzt nicht unbedingt jetzt so, also so ein Crash, ich weiß nicht, dass ich da zuerst gefunden werde. Aber so, ich glaube, bei so einem Spyro wäre ich total aufgefunden, weil das gucken total, also relativ viel im Vergleich dazu. bei GTA 1 werden viele geguckt, bei Medieval, da wäre ich total geflamed, weil ich da wohl so hyperaktiv bin. Keine Ahnung, mag sein. Auf jeden Fall, das sind also Videos, wo dann immer noch neue Leute auf mich zukommen, beziehungsweise zu mir finden. Das sind nicht die neuen Projekte, das sind wirklich eher so wirklich die alten Sachen. Und vielleicht in 2, 3 Jahren möchte mal wieder jemand, was habe ich gespielt, Dragonheart gucken. Und dann ist auch cool, ne, da hat man einen Deutscher gemacht, wie schön. Ja, und das ist halt die einzige Möglichkeit, wie ich dann noch sehe, dass man, ich sag mal, Laufkundschaft generieren kann. Einfach, weil man ein großes Produktportfolio hat. Deswegen, ich habe auch zum Alex gesagt, am Anfang gesagt, scheißegal, ob du jetzt pro Tag 2 oder 4 Videos hochlädst, weil du brauchst erstmal eine Basis. Weil das hatte ich ja damals auch. Ich habe ja, also der Alex hat jetzt noch einen Vorteil, der hat auch relativ viele persönliche Bekanntschaften, die dann seine Videos gucken. Die hatte ich ja nicht. Ich kannte den Christoph damals und den, hier und meinen Bruder, den Pascal. Das waren die beiden Leute, die geguckt haben und den Rest musste ich halt wirklich irgendwie zusammenkratzen. Das heißt, deswegen habe ich am Anfang auch immer schön die Videos rausgewichst, weil es war ja egal, es gab ja eh keine, die jetzt gerade im Moment guckt, sondern ich nehme ja auch in der Regel eigentlich mehr für Nachhaltigkeit auf, ne? Ich habe ja noch keine Videos gelöscht oder sonst irgendwas. Es sei denn, die waren halt wirklich so krass, dass ich da irgendwie einen Strike bekommen habe. Waren, glaube ich, 2 WWF-Videos, bin mir nicht ganz sicher. Gut, auf jeden Fall, ja, wie hat sich das alles entwickelt? Ja, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt noch so große Gruppierungen gibt, ne? Also natürlich, es gibt dann ja so ein paar Zusammenkünfte von Let's Playern, die dann irgendwie sich dann als Gruppen bezeichnen. Aber ich denke mal, der Großteil sind jetzt wirklich Einzelkämpfer geworden. Ne? Also viele sind natürlich auf Stream umgestiegen, so in den Jahren, ich sag mal 2013, 14, die dann jetzt so gut wie nichts anderes mehr machen. Das finde ich aber, ich finde es wie gesagt immer noch wie vor 5 Jahren, das ist eine schöne Ergänzung. Aber was mir halt mehr Spaß macht und wichtiger ist, und halt auch wegen der Nachhaltigkeit, ne, sind halt wirklich Videos. Weil ich finde so ein Video viel angenehmer zu gucken als so ein Stream. Weil erstmal so ein Stream, das ist natürlich lang, könnte natürlich auch klein schneiden, aber dann passiert ja nichts, ne, mit Gelaber und so. Und Videos halt so schön häppchenweise. Da hat man so ein bisschen komprimiertere Unterhaltung. Gut, ob man meine Videos als Unterhaltung bezeichnen kann, mag ich nicht zu beurteilen. Aber okay. Gut, ja, das ist erstmal nur im Großen und Ganzen, ne, einfach mal zusammengefasst. Im Endeffekt, die Quintessenz des Ganzen ist, ich möchte einfach mal wieder ein bisschen mehr mit euch machen. Ne? Selbst wenn ich irgendwie keine Muse habe, irgendwas zu schreiben oder sonst irgendwas, dann mache ich einfach die Webcam an, laber ein bisschen so über Sachen, die mir jetzt gerade im Kopf rumschwirren. Wer es nicht sehen will, muss es sich ja auch nicht angucken. Ne? Wer es sehen will, ist natürlich immer herzlich eingeladen, klar. Gut, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch, ne, weil ich habe mir hier, sehe ich gerade, wir haben jetzt schon relativ spät, ich habe mir jetzt hier die ganzen Spiele rausgepackt, weil ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen bei Medimobs habe ich mir für, ich glaube, 125 Euro oder so 45 Spiele bestellt. Also wirklich so PlayStation 1, PlayStation 2. Das ist halt, jetzt lege ich mir auch viel Grütze dabei, aber ich kenne da viele Spiele auch noch nicht von. Die wollte ich euch jetzt eigentlich alle zeigen, ein bisschen was drüber erzählen. Aber das ist schon sehr viel, ne? Da bin ich auf jeden Fall nur eine Stunde beschäftigt, bis ich damit fertig bin. Ja, nee, das lasse ich sein. Tut mir leid. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich lasse die Spiele dann extra so noch so liegen, wie sie sind. Dann mache ich nochmal ein extra Video dazu, weil das geht ja, denke ich mal, auch schon jetzt relativ lang. Ja, dann einfach unten reinklatschen. Ja, zeig mir deine Spiele.
Also das ist nur die 45 Stück, die ich jetzt hier hab, ne? Also, ne? Ich zeig ja nicht alles. Aber bei so einer Roomtour könnte ich auch mal wieder machen, aber da warte ich noch ein bisschen. Gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören, für euer Ohr, was ihr mir geliehen habt. Ich gelobe Besserung. Wie gesagt, in dem Wochen bin ich jetzt leider nicht zu Hause. Aber ich guck mal, dass ich dann irgendwann mal vielleicht in regelmäßigen Abständen irgendwann mal was machen kann. Wo ich einfach mal in alle 2 Wochen einfach ein bisschen was erzähle, was mich gerade beschäftigt und sowas. Zum Beispiel ein kleines privates Zock-Update kann ich noch bringen. Immer noch Samurai Warriors 2, ne? Für PlayStation 3, die HD-Version auf Japanisch, ja. Und Skyforce Anniversary, das, was ich letztes Mal im Stream, also im Vorstream gespielt habe, wo die Musik lief. Das habe ich jetzt auf Platin, nicht auf Platin, sondern auf 100%. Und zu guter Letzt Witcher 3. Sehr geiles Spiel. Auf jeden Fall sehr geil. Da brauchen wir aber immer Zeit, weil heute, jetzt habe ich noch 1,5 Stunden Zeit, bevor ich pennen gehen muss. Da lohnt sich gar nicht anzufangen, weil da schafft man nichts. Aber Witcher 3 kann ich wirklich krass empfehlen. Wenn das mal wieder im Store im Angebot ist mit Add-ons und ihr den PlayStation 4 habt, kauft euch das. Das lohnt sich. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 60, 70 Spielstunden. Und ich habe das Gefühl, ich muss noch so viel machen. Ne? Aber egal. Gut. Also, wie gesagt, schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche dann irgendwann beim Stream dabei seid. Ob das jetzt Mittwoch oder Freitag ist, muss ich mal gucken. Tut mir leid wegen Alien. Tut mir leid wegen dem Treffen. Aber dafür bin ich nach dem Treffen mehr für euch da. Das ist, glaube ich, so die kurze Zusammenfassung des Videos. So, ne? Dann haut rein und bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.